Hallo lieber Schütze und herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Quickie für die neue Woche, die Woche vom 11. bis 17.09.2023. Schön, dass du hier bist. Dann gucken wir uns mal an, was die Karten dir sagen wollen. Ich bin Denise, leg dir die Karten für die neue Woche und diese Kartenlegung hier ist für dich, wenn du den Schützen hast im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder im Mondzeichen. Und hier geht es um Neuanfänge, es geht um das Umsetzen neuer Ideen, vielleicht auch um das Reingehen neuer Lebensabschnitte. Ja, also wir haben hier den Beschützer des Frühlings oder den Engel des Frühlings an deiner Seite. Und der Frühling steht ja immer für Neuanfang oder auch für eine neue Interpretation bekannter Dinge. Also dieses, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie die ersten Frühlingsblüher so durch die Schneedecke hindurch schmelzen mit aller Kraft. Und wir wissen, jedes Jahr aufs Neue passiert das. Und trotzdem sind wir immer wieder begeistert, dass es so ist. Und jetzt schauen wir mal ins Tarot, lieber Schütze, was wir hier für eine Neustart-Energie für dich haben. Aber Neustart ist ja auch immer, weißt du, so kraftvoll. So, bam. Ja, der Winter ist so hart und der Frühling kommt mit aller Sanftheit daher, aber vertreibt den Winter. Also es geht gar nicht darum, jetzt so mit aller Kraft vorauszugehen, sondern zu sagen, ja, was habe ich aus der Vergangenheit gelernt? Vielleicht gab es da Missverständnisse, vielleicht gab es da Streitereien, vielleicht gab es da andere Sichtweisen auf irgendwelche Dinge. Die dich vielleicht zurückgeworfen haben, die vielleicht dazu geführt haben, dass du bestimmte lebensverändernde Entscheidungen getroffen hast. Und jetzt stehst du halt wirklich vor so einem Neustart, vor so einem Neuanfang. Und nun geht es darum, diesen Platz, diesen neu gewonnenen Platz auch zu deinem zu machen und einzunehmen und zu sagen, okay, ich habe mich behauptet und jetzt kann sich das natürlich so ein bisschen komisch anfühlen, wenn man sagt, ich habe mich auch von anderen Sachen vielleicht losgesagt und stehe jetzt wirklich an so einem Neustart in meinem Leben, an so einem neuen Moment und denke mir so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe das Nest verlassen, ja. Also irgendwie so, vielleicht hast du auch Kinder, die das Nest verlassen jetzt gerade. Weiß ich nicht, von der Kita in die Schule kommen oder ja, mit der Kita starten oder ausziehen oder sowas. Und jetzt geht so ein neuer Lebensabschnitt los, der auf der einen Seite cool ist und auf der anderen Seite denkst du, oh mein Gott, das ist alles anders. Aber irgendwie ist halt toll. Und es geht darum, dir die Zeit zu gönnen, dich daran zu gewöhnen, dich da reinzuruckeln, wirklich reinzuwachsen in diese Kraft, in die dieser neue Lebensabschnitt mit sich bringt. Aber auch, das Schöne daran, bewusst wahrzunehmen und zu erkennen, die Möglichkeiten, die jetzt da sind, zu erkennen. Vielleicht auch Dinge wieder neu aufleben lassen, die du bisher vernachlässigt hast, wo du deinen Fokus bisher nicht hingelegt hast, aus mangelnder Zeit, Kraft, Energie, Ressourcen, wie auch immer, zu erkennen, was ist jetzt möglich, was mir bisher nicht möglich war, was ist wirklich das Potenzial dieser neuen Situation, wie kann ich die bewusst für mich nutzen, wo vorher meine Zeit oder Aufmerksamkeit gebunden waren, vielleicht auch der Kraftakt dieser Missverständnisse, dieses ja, Hin und Her, das du vielleicht hattest, dieses immer wieder Behaupten, das raubt auch so viel Energie. Und jetzt geht es halt darum, in diese Kraft wieder reinzukommen, die dir ja genommen wurde, die gebunden war an irgendetwas anderes. Und dieses Lossagen von, das entfesselt jetzt wieder, auch dieses vor sich herschieben von Entscheidungen vielleicht, entfesselt jetzt wieder eine neue Kraft, eine neue Energie in dir, die sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm sein wird, die so einen alten Ballast, so eine alte Last einfach abschmeißt und dich jetzt in eine neue Kraft wieder reinbringt. Und deine, ja, dieses Erkennen von, nee, ich stehe für mich ein, ich habe für mich eingestanden und das hat sich gelohnt. Und jetzt bin ich vielleicht, ja, auch an einem Punkt, wo ich lieber alleine weitergehe, als mich weiterhin zu verbiegen. Ja, das haben wir ja auch mit drin liegen. Kannst ja mal schauen, wie das für dich stimmig ist. Aber so oder so geht es darum, die Kraft des aktuellen Moments, die Kraft, die Möglichkeiten der aktuellen Situation bewusst anzuerkennen, zu wertschätzen und zu genießen, weil du dich irgendwie freigeruckelt und freigeschwommen hast von etwas, was eben belastend war, vielleicht dich auch ausgebremst hat in deiner eigenen Entwicklung. Und da kannst du jetzt halt in eine neue Kraft reinkommen und neue Möglichkeiten für dich und deinen Weg erkennen. Also wir sagen, das Ruckeln oder der Weg oder die Beschwerlichkeiten des Weges haben sich gelohnt, weil sie dich geformt haben und in eine neue Kraft gebracht haben, die dir vielleicht noch nicht ganz geheuer ist, aber umso wertvoller, dass du sie jetzt entdecken und erforschen kannst und weiterhin tolle Dinge über dich selbst erfahren kannst, lieber Schütze. Und als abschließende Botschaft haben wir hier
Ich bin ja eingegroovt auf den Rhythmus und die Zyklen meines Lebens und ich nehme die Veränderungen absolut wahr. Der Frieden kommt von meiner geheiligten Einheit mit der Natur und dem Geistwesen. Also will sagen, dein Weg hat sich sowas von gelohnt und du bist an einem Punkt angekommen, wo du jetzt eben einfach sehr, sehr kraftvoll weitergehen kannst, viel gelernt hast und das ist der Fluss des Lebens. Ja, mal bist du Baum, mal bist du Hund. Offensichtlich bist du jetzt wieder der Hund, nicht der Bauch. Okay, das ist deine Botschaft, lieber Schütze. Ich hoffe, sie unterstützt dich, bringt dir Klarheit oder einfach bestätigt, dass das, was du gemacht hast, absolut richtig war für dich, auch wenn es beschwerlich war. Es war gut, dass du da durchgegangen bist, dich behauptet hast oder noch dabei bist, dich zu behaupten. Und wenn du Lust hast auf mehr Klarheitsfindung für dich und deinen weiteren Weg, dann melde dich gerne an zu meinem Workshop am 24.09. Ein Online-Workshop. Wir werden den ganzen Tag zusammen verbringen, in die Welt des systemischen Aufstellens reinschnuppern. Und ich zeige dir ganz, ganz wertvolle Tools, wie du in deine Kraft kommst, in deine Kraft bleiben kannst, wenn du mal, ja, das Ufer aus der Sicht verlierst, du total in der Verwirrung bist. Wie kommst du in die Klarheit zurück? Man sagt ja immer so schön, alle Antworten sind in mir. Aber wo denn? Und ich zeige dir, wie du da rankommst. Für dich, aber auch in der Anwendung, in der Arbeit mit anderen, wenn du möchtest. Und es gibt 6 freie Plätze. Das heißt, es ist auch genug Zeit für jedes Thema, für jede Frage, die wir zu stellen haben hier. Und der Anmelde-Link, ich verlinke dir den hier am Ende des Videos, hier oben irgendwo oder auch unten in der Infobox, 24.09. Ich freue mich, wenn wir dann uns auch persönlich kennenlernen. Alles Liebe, deine Denise.